Hast du auch das Gefühl, dass du ohne Kaffee kaum noch durch den Tag kommst? Für viele von uns ist eine Tasse Kaffee am Morgen der perfekte Start in den Tag. Aber was passiert eigentlich in deinem Körper, wenn das Koffein seine Wirkung entfaltet? Koffein ist ursprünglich eine Art Schutzmechanismus der Natur und wird von Pflanzen genutzt, um Fressfeinde abzuwehren. Du findest es in Kaffeebohnen, Kakaobohnen und Teeblättern. In seiner reinen Form ist Koffein ein weißes Pulver, das bitter und leicht seifig schmeckt. Schon kleine Mengen können dich wach und aktiv machen. Doch zu viel davon? Das kann dir Herzrasen, Schweißausbrüche und sogar Angstzustände bescheren. In einer extremen Überdosis wäre es sogar tödlich. Als Kaffee nach Europa kam, eroberte er schnell die Gesellschaft. Kaffeetrinker galten als produktiv und bürgerlich. Heute ist Koffein eine riesige Industrie, die nicht nur Kaffee, sondern auch Cola, Energydrinks und sogar Koffeintabletten umfasst. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen wächst die Sorge, dass sie zu viel davon konsumieren und gesundheitliche Probleme riskieren. Studien zeigen, dass exzessiver Koffeinkonsum bei Minderjährigen Herzrasen, Angstzustände und sogar Veränderungen im Herzrhythmus verursachen kann. Die großen Konzerne, die von Koffein profitieren, betreiben millionenschwere Lobbyarbeit. Organisationen wie die American Beverage Association setzen sich aktiv gegen strengere Regulierungen ein und finanzieren sogar Studien, die die Vorteile von Koffein hervorheben sollen. Aber was passiert wirklich in unserem Körper? Adenosin, ein Botenstoff, funktioniert wie der Bremser in unserem System. Er sagt, Zeit, ruhiger zu werden. Koffein kickt diesen Bremser aus dem Weg und lässt uns weiter Vollgas geben, auch wenn wir eigentlich eine Pause brauchen. Der Koffeinabbau im Körper dauert ziemlich lange. Nach 5 Stunden ist erst die Hälfte abgebaut und auch nach 12 Stunden bleibt oft noch ein Viertel davon im System. Das bedeutet, wenn du nachmittags oder abends Kaffee trinkst, könnte das deine Nachtruhe beeinträchtigen. Tiefschlaf, der für unsere Erholung so wichtig ist, wird gestört. Und was tun viele? Am Morgen wieder einen Kaffee trinken, um die Müdigkeit zu bekämpfen. Wir sollten also wirklich dringlich aufpassen und auf unseren Koffeinkonsum achten. Doch wieso fällt es vielen Menschen so schwer, auf Kaffee zu verzichten? Für viele Menschen kann ein temporärer Koffeinentzug unangenehm sein. Kopfschmerzen, Müdigkeit und Stimmungsschwankungen. Und einige Studien deuten sogar darauf hin, dass wir durch ständigen Koffeinkonsum langfristig anfälliger für Müdigkeit werden und immer mehr Koffein brauchen, um wach zu bleiben. Fazit: Koffein ist keine Teufelsdroge, aber es bringt Nebenwirkungen mit sich. Die Wachsamkeit und Konzentration, die es verspricht, erkaufen wir uns mit einer subtilen Abhängigkeit. Unsere Gesellschaft hat Koffein als Antriebsmittel akzeptiert, doch der Preis ist eine potenzielle Beeinträchtigung der natürlichen Erholung und des Schlafs. Denkt drüber nach. Wie viel Koffein braucht ihr wirklich? Lasst es uns wissen und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.